Okay, dann fangen wir jetzt mal an, würde ich sagen. Ich habe heute die schöne Aufgabe, alle zu begrüßen zu Hause im Wohnzimmer, bei mir im Wohnzimmer und bei allen anderen. Also hallo, herzlich willkommen zum besonders digitalen Salon dieses Mal. Der digitale Salon findet immer jeden oder am letzten Mittwoch jeden Monats statt, wird präsentiert vom Alexander von Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft und der Kooperative. Und heute geht es in die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und ganz bewusst, weil für mich persönlich zwischen diese beiden Begriffe kein Oder passen würde. Ich glaube, dass es besonders heute und jetzt gerade in der Zoom-Konferenz ganz offensichtlich, dass kaum jemand gerade gerne gegen Digitalisierung sprechen würde. Und wenn wir also Digitalisierung nicht vollständig beenden wollen oder auch nicht können, dann dürfen wir sie ja trotzdem gestalten. Und ich glaube, da spricht sehr viel dafür, sie möglichst nachhaltig zu gestalten. Und dieses Bewusstsein, dass es etwas da zu gestalten gibt überhaupt, ich glaube, das ist der erste wichtige Schritt, um die beste digitale Transformation oder Digitalisierung zu schaffen. Und ich glaube, dass beim Digitalen da eben eine ganz besondere Herausforderung bei ist, weil sie so omnipräsent ist, oder vielleicht auch nur scheint, aber diese sogenannte technologische Transformation der ganzen Welt ist eben so allumfassend, dass es, glaube ich, schwerfallen kann, da kritisch hinzuschauen. Und gleichzeitig läuft aber neben dieser Transformation eben auch noch eine andere ab, unter anderem eine andere, und das ist der Klimawandel, der auch sehr gravierend ist und auch alle Menschen betrifft und wo eben die junge Generation den vorhergegangenen Generationen in Industriestaaten Vorwürfe macht oder sie bewusst macht auf das Erbe, das sie hinterlassen, von zu viel Müll, von dreckiger Luft, zu großen Autos, zu viel Plastik, zu häufiges Fliegen und einem ständigen Wachstum. Ich möchte aber behaupten, dass dieses Erbe bei den allerwenigsten Menschen auf einen Zerstörungswillen zurückzuführen ist, sondern vielmehr darauf, dass unkritisch Konsumgewohnheiten entstanden sind und beibehalten wurden. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, jetzt an diesem Punkt aufmerksam zu sein und kritisch zu sein bei der Digitalisierung, die uns so vertraut ist und dem eben dadurch auch schnell zu einem blinden Fleck werden könnte. Ich glaube, dass beispielsweise im Moment die wenigsten Menschen, die im Homeoffice sind und vielleicht Musik hören oder Netflix schauen, in dem Moment das so bewusst haben, wie viel Energie sie dabei verbrauchen, wie die Geräte erzeugt werden, wie die hergestellt, also wie die Energie erzeugt wird, wie die Geräte hergestellt werden und auch was danach mit den Geräten passiert. Und das ist das eine, was wir uns bewusst sein müssen, bewusst machen müssen, und auf der anderen Seite eben auch, dass Digitalisierung auch ein wichtiges Werkzeug sein kann, wenn Leute eben nicht mehr fliegen, sondern skypen, oder wenn es auch Suchmaschinen gibt wie Ecosia zum Beispiel, die für einen gewissen Ausgleich suchen, indem sie Erlöse spenden an Aufforstungsprojekte. Ich glaube, die wichtige und interessante Frage, die mich heute Abend interessieren wird, ist, ob die Nachhaltigkeit und Digitalisierung, ob diese Phänomene, die wir da jetzt beobachten, ist das Symptombehandlung oder ist das vielleicht jetzt alles ein richtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit und oder vielleicht auch durch Digitalisierung? Also ich bin sehr gespannt auf die Diskussion. Und bleibe dran, hoffentlich wie alle anderen auch. Vielen Dank, Vivian, und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Herzlich willkommen beim digitalen Salon. Ich bin Katja Weber, sitze wie jeden letzten Mittwoch im Monat hier, üblicherweise mit Gästen, mit Publikum in diesem Raum. Das ist dieses Mal anders. Ihr sitzt daheim vor Alex TV oder vom HIG-Stream. Ich freue mich jedenfalls, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Unsere Gesprächspartnerinnen sind auch zu Hause, also ziemlich persönliche Einblicke bei jeder von euch. Ihr könnt aber nach wie vor mitdiskutieren. Deswegen haben wir stellvertretend wieder diesen leeren Stuhl hier hingestellt. Eine Kollegin, Natascha, sammelt eure Fragen auf Slido und Twitter unter dem Hashtag Dicksal, wie bisher. Also diskutiert gerne fleißig mit. Das wird hier reingetragen. Ja, jetzt hat Vivian vorhin schon gesagt, was für ein Glück in diesen Zeiten. Wir haben digitale Technik. Wir können diese Veranstaltung stattfinden lassen, mit unseren Freunden skypen, mit den Eltern, mit Kollegen. Natürlich Homeoffice wurde gerade schon angesprochen. Nicht alle können von zu Hause arbeiten, aber viele und Kinder, Studentinnen, Studenten können online lernen.
Und am Feierabend versüßen wir uns den Tag mit einer Serie. Wir machen uns selten dabei bewusst, dass das alles Ressourcen verschlingt, obwohl wir es ja irgendwo im Hinterstübchen wissen und schon gehört haben, bei der Herstellung wie beim Benutzen. Und ich habe bei der Vorbereitung dieser Veranstaltung bestimmt ein Dutzend Analysen gelesen, die beschreiben, wie hoch unser Energieverbrauch durch das Netz ist. Da gibt es dann die unterschiedlichsten Vergleiche. Greenpeace sagt, wäre das Internet ein Land, ne? Es geht ja immer darum, die Sachen bildlich zu machen, so und so viele Fußballfelder. Hier eben wäre das Internet ein Land, hätte es den weltweit sechstgrößten Energieverbrauch. Der Guardian sagt, Rechenzentren stoßen heute schon mehr Kohlendioxid aus als der globale Flugverkehr. Und dann gibt es noch was aus der Abteilung Prognose. Der CO2-Ausstoß durch Surfen und durch Streamen könnte bis 2025 den des weltweiten Autoverkehrs übertreffen. Ja, damit sind wir dann schon bei so einem Klassiker des Nachdenkens über unsere vernetzte Gegenwart, nämlich so bei den Polen Fluch oder Segen. Jetzt hat Vivian schon klar gesagt, das mit dem Fluch kannst du vergessen, eher Segen. Wir müssen nur über die Modifizierungen reden. Und wir hören gleich, wie sich unsere Teilnehmerinnen da einsortieren. Ich möchte euch vorstellen, Anja Höfner seht ihr unten rechts. Sie ist Soziologin und Wirtschaftswissenschaftlerin beim Konzeptwerk Neue Ökonomie. Das ist ein Verein, der seit 2011 versucht, über Wirtschaftsmodelle jenseits von Wachstum nachzudenken und zu informieren. Hallo nach Leipzig, Anja. Und Melissa Kühn. Hallo. Würde, wenn sie im Büro arbeiten könnte, im Moment das nicht weit weg von uns tun, in Berlin-Mitte. Sie arbeitet für den Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, kurz Bitkom. Sie ist oben links zu sehen. Und die Bitkom, das musst du mir mal sagen, ich war in der Vorbereitung, habe ich selber gemerkt, dass ich mal die und mal der Bitkom denke. Wie sagt ihr es denn intern? Wir sagen der Bitkom. Alles klar, also. Der Bitkom, der Lobbyverband der Digitalwirtschaft. Ihr Spezialgebiet ist die Schnittmenge von Digitalisierung und Umweltschutz. Und studiert hat sie Wirtschaftsingenieurwesen und Nachhaltigkeit in Oldenburg, wie übrigens auch Anja. Wir sagen herzlich willkommen, Melissa, in Berlin. Johanna Pohl seht ihr unten links, ist Ingenieurin für Abfallwirtschaft und Altlasten. Jetzt forscht sie an der TU in der Nachwuchsgruppe Digitalisierung und sozial-ökologische Transformation zur Verschiebung von Energieströmen, also im Grunde auch das, was wir hier besprechen, und deren ökologischen Auswirkungen durch die zunehmende Digitalisierung. Hallo Johanna. Hi. Jetzt würde ich natürlich euch wirklich gerne bitten, vielleicht ist es ein bisschen popelig in der simplen Binarität, aber mal zu sagen, Fluch oder Segen, wie hängt ihr da die Gewichte? Wenn wir von digitaler Technik sprechen, was ist das dann, Anja? Fluch oder Segen? Also ich würde sagen, es ist beides. Es ist natürlich gerade in Zeiten wie jetzt, das hat Vivian ja anfangs schon gesagt, ein Segen, weil wenn wir jetzt keine digitale Technik hätten, sozusagen dass die Ausmaße der Corona-Krise noch viel schlimmer wären, als sie jetzt schon sind. Und ich würde aber auch sagen, dass es ein Fluch ist, weil wir damit ja einen viel höheren Ressourcenverbrauch haben. Also die ganze Technik, technischen Geräte, die wir nutzen für digitale Prozesse, die haben ja eine materielle Basis, also einen ökologischen Fußabdruck. Das heißt, wir brauchen dafür Rohstoffe, wir brauchen Energie in der Nutzung und wir müssen das Ganze am Ende auch wieder entsorgen. Und der Umsatz an technischen Geräten und die Durchdringung steigt. Und das, was digitalisiert wird, führt oft sozusagen, ist gut gemeint vielleicht oft, aber führt oft auch zu einer Verschärfung von ökologischen Krisen und von sozialen Ungleichheiten. Und deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, dass es beides ist. Okay, es ist beides, sagt Anja. Melissa, wie fällt es bei dir aus? 50-50 oder eine andere Gewichtung? Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein sehr großer Segen. Wir können durch die Digitalisierung viele Dinge möglich machen, die vorher nicht möglich waren. Und die meisten Studien sind sich auch einig, dass das Einsparpotenzial, also jetzt mit Klimawirkung der Digitalisierung, höher ist als der Verbrauch. Da sind wir gerade als Bitkom auch dabei, da mehr Klarheit reinzubringen. Wir machen gerade eine Studie. Die allerersten Ergebnisse kann man vorsichtig schon in den nächsten Tagen wahrscheinlich veröffentlichen. Und kleiner Sneak Peek, wir sind uns sehr sicher, dass das Einsparungspotenzial
mehrfach höher ist als der Verbrauch. Natürlich ist der Verbrauch ein Thema, dem wir uns widmen müssen. Wir müssen das gut gestalten, aber es ist auf jeden Fall ein Segen, dass wir die Digitalisierung haben und wir müssen das Potenzial nutzen. Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, dann fehlt noch Johanna. Was meinst du? Ja, ich kann eigentlich mich nur beiden anschließen und sagen, Digitalisierung kann ein Segen sein, allerdings verharrt der derzeitige Zustand und auch die prognostizierten Entwicklungen sehr oft bei kann, sehr oft bei Potenzial. Es wäre theoretisch möglich, das. Und was wir allerdings praktisch sehen, ist eher das, was Anja schon angesprochen hat. Wir sehen, dass absolut Energieverbräuche steigen, dass CO2-Emissionen steigen, Materialverbräuche steigen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sehen wir, es kommt zu Machtakkumulationen, soziale Ungleichheiten auch global verschärfen sich, so dass ich mich oft frage, also es gibt einige, wie schon Melissa sagte, einige Studien, die oft auch sehr industriegetrieben sind. Also da ist dann für mich auch relativ klar, was der Impetus dahinter ist. Man will natürlich irgendwie den eigenen Business Case so ein bisschen darstellen. Und ich bezweifle auch nicht, dass der definitiv sinnvoll ist und dass Digitalisierung tatsächlich ein Werkzeug sein kann, um mehr Gleichheit, Barrieren abzubauen, um Ressourcenverbräuche und Energieverbräuche auf einem absoluten Niveau zu reduzieren. Was wir momentan allerdings sehen, ist eher das Gegenteil, sodass dringend die Handlungsfähigkeit geboten ist. Und momentan würde ich tatsächlich sagen, auf einer ökologischen Seite ist dringend Handlung geboten. Wenngleich wir natürlich jetzt gerade, Anja hat es ja auch schon gesagt, stark erleben, wie Digitalisierung Zeit, Raum und sonstige Grenzen überwinden kann, was natürlich großartig ist. Jetzt hast du uns, Johanna, wir geben ja im Vorfeld immer gerne so Halbsätze aus und bitten euch, die zu vervollständigen. Und du hast uns geschrieben, damit die Digitalisierung bei der Bewältigung der Klimakrise hilft, müssen wir die Art und Weise, wie wir wirtschaften, überdenken. Ohne dass du es geschrieben hast, weht mich daraus so der Gedanke an die Postwachstumsgesellschaft an, also Verzicht auf Wachstum. Habe ich das richtig verstanden oder würdest du das anders ausführen? Also aus der Perspektive, aus der wir oder aus der ich auch auf die Digitalisierung schauen, sehen wir Digitalisierung nicht als eine Technologie, die implementiert wird und dann verändern sich Sachen zu einem Besseren, sondern wir sehen, dass Technologie immer in Gesellschaften eingebunden ist und wiederum Wirtschaftssysteme in den Gesellschaften auch am Laufen sind. Und Digitalisierung alleine wird keine Nachhaltigkeit bringen, wird nicht Nachhaltigkeit steigern, sondern wenn wir eigentlich ein bisschen tiefer schauen, sehen wir eigentlich nur, dass Digitalisierung natürlich, je nachdem, wie sie eingesetzt ist, wir hatten ja gerade schon drüber gesprochen, zu einem besseren, zu einer gerechteren, zu einer faireren Welt führen kann, allerdings auch eher genau zu dem Gegenteil, Ungleichheiten verstärken. Und das hängt natürlich sehr stark damit zusammen, wer ist an der Macht, welche Personengruppen, was ist das Paradigma, was dahinter steht. Und da kann man sehr stark sehen, dass eben diese Entkopplungsfrage, also schaffen wir es irgendwie, Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch zu reduzieren, dass das unter den momentanen Bedingungen nicht funktioniert. Was heißt, das Wachstumsparadigma ist eigentlich etwas, was auf den Prüfstand gehört, sodass das für mich enger damit verbunden ist, wenn es darum geht, wie erreichen wir eine nachhaltige Gesellschaft. Digitalisierung alleine wird da nichts bringen. Ich vermute, Anja, du würdest das unterschreiben, oder? Was Johanna gerade ausgeführt hat. Genau, ich würde dem zustimmen. Und ich denke auch, dass, das hatte ich ja anfangs gesagt, dass Digitalisierung als Werkzeug, oder das hatte ich noch nicht gesagt, aber ich denke, Digitalisierung sollte als Werkzeug verstanden werden und nicht als Mittel zum Zweck. Also oft wird davon ja gesprochen mit die Digitalisierung, als ob das ein Subjekt wäre. Und das wurde ja jetzt auch von mehreren hier schon gesagt, dass es ja dieses Subjekt nicht ist. Also dass es immer eingebettet ist in gesellschaftliche Kontexte und dass natürlich da geguckt werden muss, Technik wird entwickelt. Also es ist ja nichts, was einfach da ist, sondern das wird entwickelt. Software wird geschrieben von EntwicklerInnen und da sind dann auch bestimmte Werte eingeschrieben sozusagen. Also in dem Entstehungsprozess steckt ganz viel und der ist gar nicht demokratisch. Und bei der Macht sozusagen, die auch zum Beispiel Algorithmen, die ja so Blackboxes sind, auf unsere Leben eigentlich haben und Unternehmen damit, weil denen diese Algorithmen gehören und auch das Wissen darüber, ist das tatsächlich auch ein demokratisches Problem, weil diese Technikherstellung eben nicht demokratisch legitimiert ist, sondern in der Hand von wenigen Konzernen. Und wir wissen ja auch mit Big Data sozusagen ersteigen die Potenziale auch nach Machtausweitung, je mehr Daten ich schon verfüge. Das heißt sozusagen, Daten sind Macht.
weil sie eben auch Wissen sind. Und da würde ich auch sagen, dass da halt eine demokratische Kontrolle gerade fehlt. Nun würde ich mal vermuten, Melissa, da ja unsere Volkswirtschaft seit 45 nichts anderes macht, als plus minus stetig zu wachsen. Und wie wir ja gerade gehört haben, die Digitalisierung eben eingebettet ist in der Kultur und in einer Art des Wirtschaftens, dass der Bitkom jetzt nicht unbedingt für die Idee wirtschaftlicher Schrumpfung steht, oder? Korrekt. Wir stehen aber auf jeden Fall dafür, dass die Digitalisierung ein Werkzeug ist. Und je nachdem, welche Ziele wir uns politisch, welche Ziele wir uns wirtschaftlich und auch gesellschaftlich setzen, können wir die Digitalisierung dafür einsetzen. Das heißt, die Digitalisierung, wir gestalten, was wir daraus machen. Und das gilt genauso auch für Nachhaltigkeit. Wir können die Digitalisierung sehr nachhaltig gestalten. Und es ist auch klar, wenn wir die Digitalisierung nicht nachhaltig gestalten, wird sie nicht von alleine ganz automatisch unsere Klimaziele erreichen. Wir müssen schon was dafür tun. Also, okay, Johanna, bitte. Ja, ich würde, also mich würde sehr interessieren, was sind denn die Cases, die der Bitkom sich da so überlegt? Weil du hast jetzt auch gerade gesagt, die Digitalisierung muss gestaltet werden. Wir sind uns sicher, dass wir die Digitalisierung gestalten müssen. Und der Bitkom ist ja, soweit ich weiß, ein Digitalverband. Also ihr habt eher so Digitalunternehmen, was auch immer das in eurem Kontext bedeutet. Was sind denn da für Beispiele? Zum Beispiel jetzt auch in euren Studien eingegangen. Wo seht ihr, was ihr da irgendwie, also was kann wie von euch oder euren Mitgliedern gestaltet werden? Ja, also es gibt natürlich viele Anwendungsfelder, ob das smarte Mobilität ist, ob das in der Landwirtschaft die Optimierung von Prozessen ist, ob es eine smarte Fabrik ist. Also da gibt es viele ganz kleinteilige Anwendungen, die man machen kann. Was wir aber auch sehen, dass viele Digitalunternehmen sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, sich jetzt Ziele gesetzt haben, bis wann sie klimaneutral sein wollen oder es vielleicht sogar schon sind. Das heißt, da passiert unglaublich viel und ist auch über die letzten Jahre schon viel passiert. Was wir auch beobachten, dass Digitalunternehmen allgemein sehr proaktiv und progressiv für die Zukunft aufgestellt sind. Also Unternehmen, die sich viel mit Digitalisierung auseinandersetzen, denken viel über die Zukunft nach und denken meistens auch über Nachhaltigkeit nach. Was sehr gut ist, ich möchte damit nicht sagen, dass wir schon alles erreicht haben. Es gibt noch sehr viel, was getan werden muss. Und wenn man sich die aktuellen Entwicklungen anschaut, müssen wir auch sehr schnell viel aktiver werden, als wir es aktuell sind. Aber der Trend geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Genau, und mit den konkreten Anwendungen, wir haben nicht diesen perfekten Fahrplan, was wir bis wann in welcher Größe umgesetzt haben müssen. Aber es ist klar, dass wir die Technologien, die zum Beispiel CO2 einsparen, mehr in die Fläche bringen müssen. Es gibt aber nicht nur Technologien, die CO2 einsparen können, sondern wenn man sich auch Biodiversität anschaut, es gibt Projekte, die mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel automatisiert Windkraftanlagen abschalten, wenn Zugvögel in der Nähe sind. Das heißt, dass es keinen Vogelschaden mehr gibt und dadurch kann der Ausbau der erneuerbaren Energien vorangetrieben werden. Oder auch Lastensteuerung, ein riesiges Potenzial, Smart Grids, um die erneuerbaren Energien voranzubringen. Also da ist in allen möglichen Bereichen, Energie, Mobilität, Landwirtschaft, da ist viel zu holen. Okay, Anja, du hast es aufgezeigt. Genau, ich wollte da nachfragen. Also ich würde dir total zustimmen, Melissa, dass es zum Beispiel für erneuerbare Energien total notwendig ist, digitale Technologien einzusetzen, auch um das Ziel zu erreichen, 100% Erneuerbare zu haben. Was ich mich frage, ob diese Ansätze, von denen du sprichst, die Unternehmen verfolgen, vor allem Ansätze sind, die Optimierung als Ziel haben. Also die Prozesse optimieren wollen, weil das ist ja oft das, was mit digitalen Technologien versucht wird. Wir versuchen Optimierung und damit haben wir eine Effizienzsteigerung. Und das ist ja sozusagen eine von drei Strategien, wie man Nachhaltigkeit erreichen will. Jetzt frage ich mich, dann gibt es ja den Rebound-Effekt und tatsächlich stellt sich mir die Frage, wie das, also wie sichergestellt werden kann, dass wir halt keine Rebound-Effekte haben. Und da würde mich die Perspektive. Ich würde den Fuß in die Tür stellen und kurz dich bitten, nochmal zu erläutern, was der Rebound-Effekt ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die denken, wovon spricht sie?
Ja, gerne. Also ein Rebound-Effekt kann man gut an dem Beispiel eines Autos erklären. Ein Auto, also nehmen wir an, ein Auto, der VW Golf, verbraucht 6 Liter Benzin auf 100 Kilometer, und dann gibt es eine Optimierung, also des Prozesses, also eine Effizienzsteigerung. Das heißt, ich muss weniger reingeben, um das gleiche Ergebnis zu bekommen. Weniger reingeben im Sinne von weniger Energie und weniger Benzin. Ich kann jetzt 100 Kilometer mit 3 Litern fahren, also das 3-Liter-Auto. Was ein Rebound-Effekt dann ausmacht, heißt, dass die Effizienzsteigerung, also dass ich die Energieeinsparung, die ich durch diese Effizienzsteigerung bekommen habe, wieder wettmache durch einen Mehrverbrauch. Und das kann ein Mehrverbrauch sein des gleichen Produkts, also zum Beispiel einfach weiter Auto fahren und mehr Auto fahren und dadurch wiederum mehr Energie verbrauchen. Oder das können auch indirekte Rebound-Effekte sein, die dann nicht den Mehrkonsum von dem gleichen Produkt beschreiben, sondern zum Beispiel, indem ich Geld gespart habe, weil ich weniger Geld für Benzin ausgebe, mache ich dann eine Flugreise zum Beispiel von dem Geld, was ich gespart habe. Das sind Rebound-Effekte. Und Melissa hatte ja gesagt, dass Unternehmen verschiedene, zum Beispiel durch Digitalisierung, Prozesse optimiert oder viel optimiert wird. Und da würde mich interessieren, wie man versucht, so Rebound-Effekten zu begegnen oder denen zuvorzukommen. Melissa. Ja, Rebound-Effekte sind natürlich ein sehr schwieriges Thema aus wirtschaftlicher Perspektive, weil die aktuell in unserem Wirtschaftssystem Wirtschaftswachstum immer noch das Ziel ist. Es ist die Frage, ob das richtig ist. Das kann ich nicht beantworten. Das kann ein Unternehmen alleine auch nicht beantworten. Aber klar, Rebound-Effekte sind ein Thema. Wir müssen das im Hinterkopf behalten. Was mir wichtig ist, dass Rebound-Effekte immer in das Gesamtsystem eingebettet sind. Also, wenn ich Rebound-Effekte vermeiden möchte, dann muss ich das Gesamtsystem so gestalten, dass es gute Alternativen gibt. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Auto nehmen, Individualverkehr, wenn ich verhindern möchte, dass durch autonomes Fahren mehr Autos auf die Straße kommen, weil auf einmal alle autonomes Fahren nutzen wollen, muss ich das Gesamtsystem so verändern, dass es zum Beispiel Carpooling-Angebote gibt, dass ich gemeinsam mit anderen Menschen eine Fahrstrecke teilen kann, dass der öffentliche Verkehr, Nahverkehr besser ausgebaut wird, dass Fahrradwege besser ausgebaut werden, um einfach andere Optionen attraktiver zu machen. Okay. Anja, ich weiß, du hast ja die Konferenz Bits und Bäume mitorganisiert. Vielleicht kannst du ja selber sozusagen Ideen für den Umgang oder die Vermeidung des Rebound-Effekts nochmal formulieren. Ihr habt ja bei Bits und Bäume versucht, sozusagen Techies und ich sag mal Ökos, Umweltbewegte zusammenzubringen, ins Gespräch zu bringen. Was fallen denn da dann für Ideen bei raus, wenn die beiden nicht unbedingt, diese Gruppen, die sich nicht unbedingt ständig begegnen, da begegnen und versuchen, konstruktiv ihre Ideen zusammenzuwerfen? Tatsächlich waren es ja ganz, also es war ja eine dezentrale Konferenz mit sehr vielen parallelen Angeboten. Und tatsächlich haben wir da jetzt auch nicht die goldene Lösung für die Vermeidung von Rebound-Effekten gefunden. Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist einfach der Gedanke, dass auch Tech-EntwicklerInnen, was ich von vornherein schon gesagt hatte, viel mehr auch Nachhaltigkeit mitdenken, auch bei der Entwicklung von Software. Dazu gehört, da ist ja Open Source Software ein großes Stichwort, dazu gehört aber auch, ja, wie ich Software zum Beispiel entwickle. Und man kann ja sagen, wir machen jetzt schnell, schnell. Das ist tatsächlich auch ein Problem mit so Bausteinen, die Startups benutzen und die dann schnell zusammen, die funktionieren im Kleinen vielleicht gut in einem Prototypen. Und wenn die dann aber skaliert werden, verbrauchen die unglaublich viel Energie, wenn die dann sozusagen großflächiger, was ja eigentlich das Ziel ist von Startups. Da könnte man sagen, okay, eine andere Art von Programmierung, die halt dann viel länger dauern würde, womit wir wieder sozusagen Faktor Zeit, das ist natürlich auch teuer. Aber zum Beispiel gibt es ja auch so testbasierte Programmierung, dass man sagt, okay, man schreibt erst Tests für Software und dann schreibt man danach erst die Software, weil man weiß sozusagen, wie der Test aussehen muss, den diese Software bestehen muss, um gut zu funktionieren. Das dauert halt aber einfach doppelt so lange, als wenn ich einfach einen Code schreiben würde. Genau, und daneben waren auf der Konferenz, haben wir Forderungen entwickelt, die vorschlagen oder Forderungen darstellen sollen, wie eine Digitalisierung auch nachhaltig gestalten werden könnte. Und wenn wir bei Software bleiben,
Dann gehört dazu auch, dass Unternehmen beispielsweise verpflichtet werden sollten, für die Lebensdauer von technischen Geräten Software-Updates bereitzustellen. Das ist ja das Stichwort softwareinduzierte Obsoleszenz, weil wir genau ja auch viel beobachten, dass Geräte, das haben vielleicht auch viele schon mal erlebt, dass zum Beispiel ein Smartphone, obwohl das technisch noch funktioniert, ich das nicht mehr weiter nutzen kann, weil es keine Software-Updates für bestimmte Apps zum Beispiel gibt oder für das Betriebssystem dann nicht mehr auf diesem Gerät. Und da ist die Forderung für die Lebensdauer von technischen Geräten, die manchmal einfach dem sozusagen das überdauert, diese Updates zur Verfügung stellen zu müssen, damit das nicht dazu führt, dass neue Hardware gekauft wird, was ja eigentlich das Langlebige sein sollte und Software das ist, was sich verändert. Und gerade ist es andersrum, manchmal, nicht immer, aber es kommt vor. Ich glaube, das würden ganz viele unterschreiben, die wie ich sich gerade ihr Homeoffice neu einrichten müssen und feststellen, huch, bei welchem Update war ich denn ausgestiegen irgendwie? Das ist bei mir schon eine Weile her und ich habe es gerade noch so dahin geschafft, dass ich die rudimentären Programme, die ich brauche, zum Laufen bringe. Also ich bin da ganz bei dir. Aber Melissa wollte was darauf erwidern. Würdest du sagen, ja, das wäre super mit einer Verpflichtung der softwareherstellenden Firmen genau diese Langlebigkeit zu gewährleisten? Oder würdest du dann aus Sicht der Unternehmen eher sagen, naja, ich meine, da ist ja dann doch eher so der Wunsch nach Selbstverpflichtung und nicht nach verpflichtet werden? Ja, ich glaube, was erstmal wichtig ist, dass wir genug Verbraucher so weit bekommen, dass sie Geräte so lange nutzen, dass sie an diesen kritischen Punkt kommen. Ich glaube, es ist im Moment eine absolute Minderheit, die die Geräte tatsächlich so lange nutzt, dass sie irgendwann unnutzbar werden. Wir gehen davon aus, dass Geräte ungefähr 2 bis 3 Jahre in der Erstnutzung sind. Einige Geräte werden dann auch weiterverkauft, werden dann nochmal genutzt. Aber viele Geräte liegen auch einfach in den Schubladen als Ersatzgerät, voll funktionsfähig und es werden trotzdem neue Geräte gekauft. Und diese Ersatzgeräte liegen nicht in der Schublade, weil es keine Software-Updates mehr gibt, sondern einfach, weil es ein tolles neues Feature gibt auf dem neuen iPhone und dann noch irgendwas Tolles dabei ist, was das alte iPhone nicht hatte. Das heißt, es sind eher psychologische Effekte und wir sind, also die Hersteller von Smartphones und Laptops und Tablets sind auf jeden Fall dafür, dass die Geräte auch lange genutzt werden. Das ist ein Grundstein in der Kreislaufwirtschaft, dass die Nutzungsdauer verlängert wird. Es gibt auch viele Reparaturangebote von den Herstellern oder auch von Drittanbietern. Das heißt, was eigentlich die größte Herausforderung ist, dass wir die Verbraucher dahin bringen, dass sie die Geräte tatsächlich länger nutzen und reparieren, wenn sie nicht mehr funktionieren. Da würde ich dann jetzt wiederum gerne Johanna befragen. Ich würde sagen, so hier über den Bildschirm verläuft gerade die Kluft. Anja sagt, wir müssen die Unternehmen dazu bringen, das. Und Melissa sagt, wir müssen die User, die Anwenderinnen dazu bringen, das. Wie würdest du jetzt da so als Schiedsrichterin dich zu verhalten? Jetzt hier ein verantwortungsvoller Job. Ja. Naja, was wir sehen, ist etwas, was wir jetzt ja nicht nur in Digitalisierungsdebatten sehen. Wir sehen, etwas funktioniert nicht so richtig. Es gibt irgendwie Verhaltensweisen, die sind nicht nachhaltig oder dienen nicht den höheren Zwecken. Wer ist jetzt dafür verantwortlich, dass sich was ändert? Und dann ist die eine Fraktion zu sagen, so hey, VerbraucherInnen, verhalte dich mal bitte korrekt, lies nach, du kannst doch überall und jetzt gerade im Internet ganz problemlos Lösungen finden, bitte verhalte dich danach. Und dann ist die andere Fraktion, die sagt, okay Leute, aber wer ist eigentlich dafür verantwortlich, dass sich eine Gesellschaft nachhaltiger verhält? Sind es tatsächlich die VerbraucherInnen, die dann quasi denen dann auch die Schuld in Anführungsstrichen zugesprochen werden kann, wenn irgendwie Sachen nicht funktionieren? Sind es Unternehmen, die selbst vorangehen sollten? Oder ist es nicht eigentlich auch politische Regulierung, die da notwendig ist, wenn man sagt, wir sind eine Gesellschaft, wir haben uns Nachhaltigkeitszielen verschrieben, wir müssen alles dafür tun und mit wir meine ich tatsächlich dann eher die politische Handlungsebene, dass es allen ermöglicht, sich nachhaltig zu verhalten. Und da gibt es verschiedene Stufen, wie man das schaffen kann. Das eine ist natürlich freiwillige Selbstverpflichtungen, mit Labeln zu arbeiten. Man kann aber auch so ein bisschen outside the box, und das ist noch nicht sehr outside, denken und sagen, okay, warum nicht ein Pfandsystem einführen? Warum sollten irgendwie Menschen, die es nicht wirklich brauchen, 5 Handys zu Hause haben? Man könnte einfach durch Pfandrücknahmesysteme versuchen,
Handys besser rückzuführen, einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, wir brauchen eigentlich erstmal bessere Annahmestellen, um vielleicht Altgeräte besser loszuwerden und so weiter und so fort. Also ich bin auf jeden Fall nicht bei denen zu sagen, okay, VerbraucherInnen, bitte verhaltet euch korrekt, weil ihr müsst es nur richtig machen, sondern ich denke, man muss vor allen Dingen politisch da Unternehmen verpflichten, aber auch sozusagen Möglichkeiten schaffen generell, um nachhaltiges Verhalten zu gewährleisten. Und das sind jetzt nicht nur Bürgerinnen und Bürger in ihren privaten Konsumverhalten, sondern wir haben sehr viele Unternehmen, fast alle Unternehmen, die natürlich auch digitale Infrastruktur haben. Wir haben selbst die Verwaltungen im Bund, Länder, Kommunal eben, die natürlich auch digitale Infrastruktur haben, die genau die gleichen Fragestellungen haben. Das heißt, ich glaube, die Lösung ist auf keinen Fall zu sagen, Verbraucher, bitte verhaltet euch korrekt, Punkt. Aber Melissa, wäre das tatsächlich ein gangbarer Weg? Denn wenn ich ein Unternehmen habe und wenn ich Tablets verkaufe, Laptops und Handys, ist mir lieber, du hast noch 5 meiner Produkte in der Schublade liegen, kaufst das 6., statt mich zu behelligen mit irgendeinem Pfandrücknahmesystem, wo ich dann irgendwie auch keine müde Mark mit verdiene. Es ist tatsächlich so, dass die Hersteller sich sehr freuen, wenn sie ihre Geräte zurückbekommen, weil sie sie dann aufbereiten können, als refurbished wieder verkaufen können oder halt Komponenten zurückgewinnen können. Das heißt, Unternehmen nehmen sehr gerne ihre eigenen Geräte zurück. Man kann das auch jetzt schon bei allen möglichen Läden zurückgeben. Also die Möglichkeit gibt es beim Mediamarkt, im Apple Store, überall, gar kein Problem, kann man Geräte zurückgeben. Handyfund ist, glaube ich, also es könnte funktionieren, dass dann tatsächlich mehr Geräte zurückgegeben werden. Was man da auch berücksichtigen muss, ist dann aber, wenn ich ein Handyfund habe und dann hängt es von der Höhe ab, wenn es 5 Euro sind, würde ich das Gerät dann vielleicht doch lieber meiner Cousine schenken, weil die braucht gerade ein neues, anstatt es zurückzugeben. Wenn es 50 Euro sind, überlege ich mir das doch nochmal, ob ich lieber die 50 Euro nehme, als es meiner Cousine zu schenken. Das heißt, eigentlich sollte an erster Stelle immer die Wiederverwendung stehen und nicht, dass es zurückgegeben wird und dann recycelt wird, im schlimmsten Fall im Schredder, wo nur ein Teil der Metalle wieder zurückgewonnen werden kann. Von daher fragen wir uns, ob ein Handyfund der richtige Weg ist, um die Geräte zurückzuholen. Was wir auch herausgefunden haben, dass einige Verbraucher Geräte nicht zurückgeben, weil sie Angst vor Datendiebstahl haben. Das heißt, selbst wenn es Geld gäbe, würden sie die Geräte wahrscheinlich nicht zurückgeben, weil sie nicht wissen, wie sie die Daten richtig löschen. Das heißt, auch hier braucht es bessere Aufklärungsarbeit, damit, wenn wir ein Handyfund einführen sollten, das tatsächlich auch was bringt. Jetzt hat ja Johanna gerade die Forderung erhoben nach einer politischen Regulierung. Tatsächlich hat ja die Umweltministerin Svenja Schulze Anfang des Monats, also vor der Corona-Zeitenwende, ihre umweltpolitische Digitalagenda vorgestellt. Da ging es beispielsweise um Rechenzentren. Deutschland hat 50.000, offenbar ziemlich weitgehend ohne Auflagen, was deren Energieeffizienz vorhanden oder abwesend betrifft. Und für mich wirklich sehr erstaunlich, keiner weiß so ganz genau, wo diese Zentren stehen. Also bevor jetzt überhaupt inhaltlich irgendwas passiert, muss das Ministerium erstmal das kleine Einmaleins machen, nämlich ein Register anlegen. Das klingt für mich, Anja, nach einem gewaltigen Defizit. Also ihr seid in euren Überlegungen viel weiter, aber die Politik muss sich erstmal die Handlungsgrundlage schaffen und offenbar auch Betreiber und Unternehmen, oder täuscht da der Eindruck? Ich denke, dass da tatsächlich, also sich zeigt einfach, dass es so eine, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen altbacken, aber dass es ja tatsächlich auch eine sehr neue Entwicklung ist, für die es ja in vielen Bereichen noch keine Regelungen gibt. Also wenn wir mal angucken, dass wir uns den Fall angucken, dass wir im analogen Bereich ja auch ein Kartellrecht zum Beispiel haben und das ja was ist, was jetzt auf EU-Ebene gerade erst angegangen wird für den digitalen Bereich, ist es ja nicht der einzige Bereich, wo die Politik dahinterher hängt. Und das meinte ich auch am Anfang mit, dass so demokratische Legitimation oder vielleicht auch demokratische Strukturen fehlen. Deswegen finde ich es wichtig, das so als Gestaltungsaufgabe auch zu begreifen, wie das ja jetzt hier auch begriffen wird in der Diskussion, weil es eben viel noch zu gestalten und zu regulieren gibt. Und da finde ich das interessant, dass Regulierung da irgendwie immer wie so ein böses Wort klingt. Aber wenn wir uns irgendwie anschauen, dass es bei Supermärkten und so ist es ja auch wichtig, dass es da keine absolute Monopolbildung gibt. Und genau so ist es
würde ich sagen, verhält es sich im digitalen Bereich eben auch. Johanna, ich weiß nicht, du hattest vorhin den Finger gehoben, ob du jetzt auf Anja reagieren möchtest oder ob du sozusagen thematisch eins weiter vorne den Fuß reinstellen wolltest. Ich wollte noch was zu Elektroschrott und Recyclingquoten sagen, aber ich finde, wir können auch echt gern weitergehen in der Diskussion. Also, okay, alles klar, geben danke. Wir das Wort wieder. Oh, danke dafür. Dann würde ich bei den Rechenzentren bleiben. Und, ach nee, warte mal, Natascha klingt sich ein. Hast du eine Frage von den Zuschauerinnen und Zuschauern? Ja, genau. Die geht aber noch ein bisschen weiter zurück, und zwar zum Rebound-Effekt. Mhm. Und zwar kam die Frage bei Twitter rein und die Frage lautet, bei welchen Technologien ist der negative Impact größer als die Einsparpotenziale und andersherum? Gibt es da ein Beispiel? Okay, also für Rebound-Verursacher und Rebound-Vermeider sozusagen. Genau. Weiß ich nicht, ob eine von euch dreien da Anwendungsbeispiele hat. Johanna? Also die Frage ist eine sehr wichtige Frage, die wir uns alle stellen. Und die ist ja auch zum Beispiel eine Frage, die Melissa erzählt hat, was der Bitkom gerade angehen will. Wo kommt man irgendwie mit Nettoeinsparungen raus und bei welchen Anwendungen geht es eher in die andere Richtung? Und die Antwort ist jetzt weniger überraschend. Es gibt einfach keine klaren Antworten, weil es immer auf den Handlungskontext ankommt. Und um das jetzt relativ einfach zu machen, ist ein Beispiel tatsächlich der sogenannte E-Book-Reader, der oft zitiert wird, aber ich finde ihn einfach sehr praktisch, weil er auch sehr einfach zu begreifen ist, wenn man sich jetzt überlegt, wie viele Bücher müsste ich lesen pro Jahr, um den Energieaufwand, der mit der Produktion des Buches einhergeht, also das Papier wird gekocht, das Papierblatt wird gedruckt, es wird getrocknet, das Buch wird produziert, um den Energieaufwand, der durch die Produktion von Büchern entsteht, auszugleichen, indem ich Bücher auf dem E-Book-Reader lese. Und dann, Side Note, der E-Book-Reader wird auch produziert. Material wird gehoben, in Minen wird, werden Mineralien gemint. Das ganze Ding wird produziert in China. Es wird am Ende nach Europa gefahren. Und sehr überraschend müsste man durchschnittlich 60 Bücher jedes Jahr lesen. Und das bedeutet in dem Moment ungefähr 60 Bücher neu kaufen, die dann auch kein anderer mehr liest, um den Energieaufwand initial, der einfach nur durch die Bereitstellung des E-Book-Readers hervorgerufen wird, auszugleichen. Und alles, was ab 61 Büchern quasi pro Jahr gelesen wird, dann macht es aus einer Energie- und aus einer CO2-Betrachtungsweise ja Sinn, in Anführungsstrichen. Also dann spare ich Energie ein. Wenn ich jetzt weniger Bücher lese oder vielleicht die Bücher eigentlich mir immer aus der Bibliothek geholt habe und jetzt mit meinem E-Book wieder lese, habe ich eigentlich durch die Produktion des E-Book-Readers mehr Energie verbraucht, mehr CO2 emittiert, als dass ich sie einsparen würde. Das heißt, es kommt hier tatsächlich auf die Grenze. Entschuldige, das ist das, was Entwickler gerne so die grauen Energiekosten genau. nennen, die anfallen, bevor wir uns das Ding kaufen. Genau. Und wir denken so, jetzt ist Stunde null, ich packe das Ding aus. Vorher ist aber schon eine Menge passiert. Hast du auch ein Beispiel sozusagen, wo das Verhältnis anders ist, also für den, wenn man so sagen kann, positiven Rebound-Effekt? Genau, also ich will das jetzt auch, das ist dann am Ende vielleicht gar kein Rebound-Effekt mehr, aber es zeigt auch sehr gut, dass Digitalisierung nur ein Werkzeug sein kann, keine Lösung. Verkehrssystem. Melissa hat es vorhin auch schon angesprochen, autonomes Fahren. Führt es jetzt zu mehr, dass mehr Leute Auto fahren oder mehr Strecke fahren oder weniger fahren? Und jetzt in dem Falle noch einen Schritt zurück. Das Beispiel ist, wie müsste der ÖPNV oder wie müsste das Verkehrssystem gestaltet sein? Mehr ÖPNV oder mehr Carsharing, also dass ich ein Auto mir teile, aber alleine Strecken fahre oder selber Individualverkehr mit meinem besessenen Auto fahre. Und je nachdem, wie ich Prognosen aufstelle, wenn die Leute durch irgendwie eine App besser ÖPNV nutzen können, also mehr Zug fahren, mehr Bahn fahren, mehr Bus fahren und vielleicht nur die letzte Meile mit einem Privatauto zurücklegen oder mit so Ridesharing zusammen sich ein Auto teilen, wie zum Beispiel in Berlin jetzt verschiedene Angebote noch vorhanden sind, dann kann ich natürlich absolut Emissionen durch den Verkehr einsparen. Wenn ich im umgekehrten Falle aber Digitalisierung eher dazu nutze und mein Carsharing-Angebot ausbaue, das heißt mehr Leute können ohne dass sie ein Auto besitzen, selbst mit dem Auto fahren und sind quasi wieder mit dem Auto alleine auf der Straße unterwegs, dann führt das eher dazu, dass insgesamt die Energieverbräuche, die durch den Verkehrssektor hervorgerufen werden, sich dann auch absolut ansteigen. Das heißt, auch hier kann man nicht ganz klar sagen, Digitalisierung des Verkehrssektors immer top, oder man kann aber auch nicht sagen, Digitalisierung des Verkehrssektors wird auf jeden Fall nicht dazu führen, dass wir Emissionen vermeiden, sondern es geht darum, was wollen wir eigentlich mit der Verkehrswende? Das heißt, ich muss eigentlich
den Verkehrssektor gestalten und dann kann ich gucken, okay, und wo macht es jetzt Sinn, die Anwendung digital zu unterstützen? Oder Anja brachte auch das Beispiel im Energiesektor, können wir überhaupt eine Energiewende schaffen ohne Digitalisierung? Das macht total Sinn, aber dann am Ende tatsächlich rauszubekommen, okay, und jetzt dieser Anteil an Megawattstunden, Terawattstunden, die konnten wir einsparen aufgrund von Digitalisierung. Das ist ja genau das, was auch der Bitkom vermutlich mit ihrer Studie will. Und da gibt es auch viele andere Studien, die genau beziffern wollen, wir haben jetzt genau so viel eingespart wegen Digitalisierung. Sage ich aus einer wissenschaftlichen Perspektive, ist das vom Studiendesign her, habe ich bislang nichts Gutes gesehen. Ich bin sehr gespannt auf die Bitkom-Studie tatsächlich. Aber das ist einfach total schwierig und lässt sich meines Erachtens auch nicht klar beantworten. Okay, sind wir also wieder da, wo wir so im ersten Drittel waren. Kommt drauf an, was du draus machst, wie du es einbettest, kulturell, in welche weiteren Systeme. Natascha, gibt es eine weitere Frage? Ja, es haben uns bei Slido zwei Fragen unter anderem auch zum Thema Verkehr erreicht und zur aktuellen Situation. Und zwar schrieb Emre, 800 Millionen Tonnen CO2 im Verkehr versus 33 Millionen Tonnen CO2 fürs Internet. Sollte man da nicht über die Vorzüge reden, vernetzt arbeiten zu können? Und von Anonym einmal, aktuell viele Grafiken, die zeigen, wie CO2 durch die derzeitigen Maßnahmen zurückgeht. Brauchen wir zum Beispiel mehr Homeoffice, weniger Pendelverkehr? Wer von euch drei kann und will darauf reagieren? Melissa, bitte. Ja, finde ich absolut unterstützenswert. Ich finde, es ist schade, dass wir eine Krise brauchen, um das möglich zu machen, was jetzt möglich gemacht wurde. Ich glaube, wir sollten auf jeden Fall daraus lernen und das, was jetzt gut funktioniert, auch für später beibehalten. Es funktioniert, dass viele Menschen im Homeoffice arbeiten, das merken wir gerade. Es funktioniert, dass wir Meetings, von denen wir dachten, dass sie persönlich gemacht werden müssen, Veranstaltungen, von denen wir dachten, dass sie persönlich gemacht werden müssen, auch online funktionieren. Also heute, finde ich, funktioniert wunderbar. Ich hoffe, dass auch die Teilnehmer und Teilnehmerinnen etwas mitnehmen und das ja ähnlich gut ist, wie wenn man es in echt hätte. Aber es funktioniert alles. Und vor dem Hintergrund, dass wir gerade sehr viel Ressourcen und Emissionen vermeiden, weil wir es online machen, sollten wir das auf jeden Fall weiter verfolgen und auch eine Bilanz ziehen, wenn Corona dann hoffentlich bald vorbei ist. Was können wir und was wollen wir jetzt weiter so handhaben? Mhm. Würde ich unterstützen mit dem kleinen Malus, dass wir hier nicht im Anschluss auf der Terrasse was trinken können, wie wir das üblicherweise machen könnten nach so einer Diskussion. Aber ich stimme dir zu, immerhin findet sie statt und es funktioniert. Anja wollte noch mal drauf reagieren, bitte. Genau, ich wollte noch mal sagen, dass ich das auch total super finde, was habe ich ja zu Anfang schon gesagt, ne, dass wir uns jetzt hier auch digital treffen können. Und trotzdem will ich noch mal darauf hinweisen, dass das Problem ja, also dass diese Einsparpotenziale, das hat Johanna vorhin, glaube ich, auch schon kurz angesprochen, ja total da sind, auch durch digitale Technologien. Und dass es natürlich immer darauf ankommt, wie es eingesetzt wird und wie viel auch. Und was wir beobachten, ist ja, dass diese Videokonferenzen leider nicht die Flüge nach New York ersetzen, sondern beides parallel stattfindet. Also dass wir sozusagen viel mehr streamen, was hauptsächlich Filme sind und jetzt wahrscheinlich jetzt in Corona-Zeiten auch viel mehr Videokonferenzen, dass die Technik ja dafür eigentlich schon da ist und wir trotzdem dann noch sehr viel Flugverkehr haben. Das heißt, es ist selten so, dass diese Technologien tatsächlich bis jetzt zumindest dazu führen, dass andere vorherige Verhaltensmuster und Routinen ersetzt werden komplett, sondern es gibt sozusagen oft so eine Parallelität von Infrastrukturen, was am Ende halt zu, auf einer gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ebene zu einem Mehrverbrauch wieder führt. Genau, das ist wichtig, da mitzudenken. Mhm. Würdest du dann also insofern plädieren dafür, dass wir uns für das eine oder das andere entscheiden? Da hätte ich zum Beispiel Skrupel. Ich freue mich immer sozusagen über den Fahrplan am Bahnsteig und die Möglichkeit zu gucken, was gerade geht und was nicht geht. Weil vielleicht habe ich gerade keinen Saft auf dem Akku, dann kann ich nicht online gucken. Der gelbe Fahrplan am Bahnhof hängt halt immer. Also insofern wäre das von meiner Seite, ich bin ja nicht Teilnehmerin, ein Plädoyer für Doppelstrukturen. Würdest du sagen, die müssen wir wirklich tilgen? Es kommt ja auch auf das Ausmaß an. Ne? Ich glaube, dass es solche und solche Doppelstrukturen gibt. Also die Fahrpläne am Bahnhof würde ich da jetzt vielleicht außen vor lassen.
Und eher ein Plädoyer dafür, nochmal zu überlegen, was wir auch im ersten Drittel schon diskutiert haben, wo es tatsächlich sinnvoll ist, digitale Technologien einzusetzen und was wir damit erreichen. Also wenn Carsharing letztendlich dazu führt, dass ich statt mit der S-Bahn zu fahren, mir so ein Free-Floating-Carsharing vor allem, so ein Auto nehme, weil es gerade vor der Tür steht und im Endeffekt, wenn ich zu zweit oder zu dritt fahre, vielleicht sogar günstiger ist als die S-Bahn-Fahrkarte, dann ist das für mich ökologisch gesehen kein positives Beispiel für den Einsatz von digitaler Technik. Johanna, ich glaube, du wolltest da auch noch dran puzzeln an den Strang, ne? Genau, ich wollte vor allen Dingen auf das reagieren, was du so cool zusammengefasst hast, Katja. Und zwar hattest du gesagt, nachdem ich etwas indifferent auf die Frage aus von Twitter, glaube ich, geantwortet hatte, okay, es kommt halt auf den Anwendungscase drauf an, es kommt darauf an, was man daraus macht. Und da würde ich dir natürlich zustimmen, aber ich würde gerne einen Schritt zurückgehen und sagen, wir haben ja vorher über Regulierung gesprochen. Wenn wir schon sehen, dass der Anwendungscase total essentiell ist, ob wir am Ende Ressourcen einsparen, ob wir eher zu einem Mehrverbrauch von Ressourcen führen, wenn zum Beispiel die berühmten Doppelstrukturen, die Anja gerade genannt hat, aufrechterhalten werden, finde ich, dass es gerade dann total essentiell ist, dass wir Kriterien aufstellen, die nachhaltige Hard- und Software beschreiben, sodass wir wenigstens auf dieser Ebene sicherstellen können, dass die Geräte, die wir nutzen, und das geht vom Smartphone zu Hause über all die private Technik, die man hat, bis hin zu den Rechenzentren, bis hin zu den ganzen Kabeln, die gezogen werden, um die Daten von A nach B zu bringen, dass die nach nachhaltigen Kriterien A produziert sind, dass die reparierbar sind, dass Software, Anja hatte das vorhin auch schon erwähnt, so beschrieben wird, dass sie möglichst wenig Energie verbraucht, dass sie datensparsam ist, dass sie auch Open Source ist. Das ist ein total wichtiger Punkt, den haben wir hier gerade noch gar nicht mit diskutiert. Und dass diese Sachen, die quasi erstmal gar nichts mit einem Verhalten und mit einem Anwendungscase zu tun haben, dass die sichergestellt werden. Und da würde ich auch stark dafür plädieren, dass das nicht auf einer freiwilligen Basis passiert. Denn es gibt zum Beispiel bei Rechenzentren schon die Möglichkeit, sich vom Umweltbundesamt als energieeffizientes Rechenzentrum auszeichnen zu lassen. Macht nur niemand, wenn noch nicht mal klar ist, wo stehen überhaupt Rechenzentren, was kann als Rechenzentrum bezeichnet werden, gibt es die wenigsten Rechenzentren, die sich dann so ein Energieeffizienzlabel selbst besorgen. Das heißt, wenn es da geschafft wird, politisch vielleicht sogar auf EU-Ebene zu sagen, okay, wir haben Digitalstandards, wenn ihr in Europa auf den Markt wollt, haltet diese bitte ein. Was eure Hard- und eure Software angeht, dann finde ich, wäre schon ein erster Schritt getan. Und dann ist immer noch wahnsinnig viel zu regulieren, zu überlegen, gemeinsam mit den Unternehmen, mit der Zivilgesellschaft, mit den Verbraucherinnen und Verbrauchern, wie Digitalisierung wirklich eingesetzt werden kann und auch muss, damit sie zu tatsächlich einer nachhaltigeren, gerechteren, faireren globalen Welt wird. Aber ich finde, das ist nochmal ein erster Schritt. Das heißt, wie wird Hard- und Software produziert, was gibt es da für Kriterien? Das heißt, du würdest plädieren, so verstehe ich das jetzt mal, oder übersetzt mir für so einen blauen Umweltengel, wie auf dem Klopapier irgendwie Recyclingprodukt, nachhaltiges Produkt. Sowas könnte man ja draufkleben auf Rechenzentren, auf Software und Hardware, alles, was wir nutzen im Grunde. Wäre das was, Melissa, wo du sagst, jo, da gehen wir mit? Sowas Ganz könnte. kurz. Ja? Das gibt es tatsächlich schon. Es gibt einen blauen Engel für Software. Es gibt auch, ich weiß jetzt nicht, ob es der blaue Engel ist, aber es gibt genauso ein Zertifikat für Rechenzentren. Das Ja, sind ist der blaue aber Engel. auch der Ja. blaue Engel, ne? Genau, das sind aber freiwillige Sachen. Das heißt, wir haben diese Sachen. Wir sehen aber, dass, ich weiß nicht, bei Rechenzentren, da hast du vielleicht sogar bessere Zahlen, Melissa, ob es überhaupt ein Rechenzentrum gibt, was zertifiziert ist. Deswegen würde ich sagen, wenn tatsächlich etwas erreicht werden soll, weg mit der Freiwilligkeit und verbindliche Kriterien und Anforderungen schaffen. Das ist auch etwas, was noch nicht so in dieser Verbindlichkeit und Deutlichkeit momentan in der Digitalagenda, der umweltpolitischen Digitalagenda des Bundesumweltministeriums steht, wenngleich da ja gerade die Ministerin uns alle aufgefordert hat, gemeinsam diese Digitalagenda weiterzuschreiben. Also ich habe da Hoffnungen, dass das mehr in Richtung Verbindlichkeit kommt, aber ich denke, mit der Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte, nicht nur was Regulierung im digitalen Bereich angeht, sondern generell, würde ich mir sehr viel mehr Verbindlichkeit wünschen und nicht so viel Freiwilligkeit. Anja, ich habe gesehen, dass du reagieren möchtest, aber ich würde doch gern von Melissa kurz noch hören, ob sie sich das vorstellen kann, ihre Mitgliedsunternehmen zu verknacken, diesen blauen Engel auf ihre Produkte draufzukleben oder meinetwegen wie beim Kühlschrank ein A und 3 Plus, weiß ich als Verbraucherin, geht klar und den, wo D draufsteht, nehme ich nicht analog zum Kühlschrank. Wäre das was, wo du sagst, jo, prima, da sind wir, stehen wir dahinter? Also zu dem blauen Engel konkret. Der blaue Engel ist besonders beliebt bei Druckern. Es gibt, glaube ich, über 300 Drucker, die dieses Zertifikat haben.
In anderen Produktkategorien sieht das nicht ganz so gut aus. Bei Rechenzentren liegt es unter anderem daran, dass die Kriterien so scharf sind, dass nur sehr, sehr wenige Rechenzentren das überhaupt erfüllen können. Und der Sinn von so einem Umweltzeichen ist ja auch, dass es eine Außenwirkung hat. Und dafür braucht man eine gewisse Anzahl an Zeichennehmern, damit es überhaupt Bekanntheit bekommt und dann auch einen Wert hat für die Unternehmen, dieses Label zu kaufen. Und da haben wir im Moment bei den Rechenzentren das Problem, dadurch, dass ich glaube, mindestens ein Rechenzentren hat den blauen Engel, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob sich inzwischen auch weitere zertifizieren lassen haben. Aber wenn es nur ein Rechenzentrum in ganz Deutschland gibt, dann hat dieses Label nicht den Bekanntheitsgrad, den es eigentlich bräuchte. Das heißt, auch die... Die Frage zu beantworten, ob du denn prinzipiell finden würdest, wir bzw. Produkte, Unternehmen, Hersteller brauchen so ein Label auf allen Produkten oder ob du sagst, na gut, hat sich irgendwie nicht durchgesetzt, lieber nicht. Wenn alle Produkte ein Umweltlabel haben, dann wäre das das Gleiche wie einfach eine Regulierung einzuführen, die sagt, okay, das müsst ihr jetzt alle machen. Das heißt, das macht keinen Unterschied, ob man eine harte Regulierung hat oder verpflichtend Label einführt. Was eher einen Unterschied machen würde, ist wie zum Beispiel dieses Energielabel, wo man eingestuft wird von gut und nicht gut. Ich weiß nicht, inwieweit die Unternehmen das unterstützen würden oder nicht. Bei dem Energielabel hat es dann einfach funktioniert. Das ist jetzt so. Ich glaube aber, was alle unterstützen würden, ist, wenn wir uns in der EU Mindeststandards setzen für, wie wollen wir eine nachhaltige Digitalisierung in der Europäischen Union vorleben und auch Exporteur für nachhaltige digitale Innovationen werden. Also das ist etwas, was immer sehr begrüßt wird von Unternehmen. Okay, Anja, jetzt würde ich aber dir gerne das Wort geben nach Leipzig. Ja, ich wollte dann noch ergänzen, dass das gut anschließt, was wir jetzt über die Rechenzentren gesagt hatten. Ich glaube, ein Problem ist tatsächlich auch, dass viele Leute gar nicht wissen, wo wir bei so einer Verbindung zwischen Verbrauchern und Unternehmen vielleicht sind. Dass ja auch zum Beispiel das Umweltministerium gar nicht weiß, wo diese Rechenzentren eigentlich stehen. Und als normal, also ich weiß, also ich habe eine Idee, wo diese Rechenzentren stehen, aber man sieht sie nicht normalerweise im Alltag. Und tatsächlich ist da, glaube ich, ein guter Punkt auch, das sichtbarer zu machen, also in Form von zum Beispiel Labels. Wir könnten ja auch sagen, wir haben ja auch grünen Strom, den sieht man ja auch nicht, der kommt ja nicht grün aus der Steckdose. Und trotzdem gibt es Möglichkeiten, grünen, also Ökostrom zu beziehen. Das Gleiche könnte man ja auch übertragen auf Anbieter von, also Telekommunikationsanbieter vielleicht. Also vielleicht sagen die, hey, ihr bekommt jetzt sozusagen grünes Internet, weil der Verbrauch von Rechenzentren bildet sich ja auch nicht auf meiner Stromrechnung ab. Das heißt, es ist ganz schwer, sozusagen den EndverbraucherInnen da ein Gefühl zu vermitteln, was es eigentlich für einen Energieverbrauch mit sich zieht, auch in den Rechenzentren, mein Online-Konsum. Und es gibt auch schon Unternehmen, die ja Abwärme ist ja ein großes Thema auch bei Rechenzentren, die ja oft noch nicht gut genutzt wird. Und es gibt Unternehmen, die bauen so kleine Server-Container, die man sich zum Beispiel in Häuser stellen kann und damit mit der Abwärme dann auch Häuser heizen kann, also um so Kreisläufe zu schließen. Und ich glaube, dass allein so sichtbar machen von Rechenzentren, also Servern dann auch helfen würde, um so ein Bewusstsein zu schaffen, wie halt so Solarpaneele auf Dächern oder sowas. Okay, Natascha, gibt es noch eine Frage? Ja, wir haben auf Slido noch eine Frage, die ein paar Likes mehr bekommen hat. Und zwar fragt Anna, wie kann man denn selbst den konkreten Energieverbrauch beim Stream, bei Videokonferenzen oder einfach Internetrecherchen feststellen? Also wie können wir selber, wenn die Politik uns keine blauen Engel schickt, das rausfinden? Wisst ihr es? Johanna, bitte. Also wieder auch mit keiner klaren Antwort. Es gibt für Webbrowser, glaube ich, ich habe aber da nicht die Webadresse im Kopf, gibt es so eine Seite, greenweb.de oder irgendwie sowas, das müsste man da jetzt mit der Suchmaschine ihres oder seines Vertrauens rausfinden, wo man dann die entsprechende Homepage eingeben kann und dann wird geguckt, über welche Server wird es gehostet, ist es mit grünem Strom gehostet, wie ist da insgesamt die Effizienz des Rechenzentrums, da gibt es so verschiedene Zahlen. Es gibt, wenn man sich so ein bisschen umtut, so Haus
Marken, die man auch finden kann. Ich habe die jetzt wiederum auch nicht im Kopf, könnte da aber gerne irgendwie eine Literaturliste später noch über Katja vielleicht zur Dokumentation der Veranstaltung anhängen, wo ungefähr so grobe Sachen drinstehen. Ich finde, fürs Verständnis ist es total wichtig, sich zu überlegen, zum Beispiel am Beispiel Streaming, wo sind eigentlich die sogenannten Anfallstellen des Stromverbrauchs, wenn ich jetzt ein Video gucke. Ich schaue das jetzt als Beispiel, ich schaue das mit meinem Tablet an. Das heißt, wenn ich jetzt zu Hause anfange, das Tablet wird produziert, dabei fällt Energie an. Ich nutze das Tablet, weil es sozusagen, der Bildschirm ist an, ist mit dem Internet verbunden, dabei fällt Energie an, spätestens wenn ich das Tablet laden muss. Und dann fällt Energie an, um meine Datenpakete von A nach B zu transportieren, durch die sogenannte IKT-Infrastruktur, also durch die ganzen Netze, die werden auch mit Strom betrieben. Und letzten Endes fällt auch noch Energie an bei den Rechenzentren, wo irgendwie die Videos gespeichert sind, die abgerufen wird. Das heißt, ich habe insgesamt 4 Anfallstellen, wovon ich als Verbraucherin eigentlich nur eins genau bestimmen kann, nämlich wie viel Strom zu Hause verbraucht eigentlich mein Gerät, wenn ich es laufen lasse. Das kann man auch über die Leistung, die hier angegeben ist, sich schnell ausrechnen. Dann kann ich, wenn ich verschiedene Ökobilanzierungsstudien mir angucke und die Produzentinnen und Produzenten sind auch, meistens haben sie da verschiedene Umweltberechnungen online gestellt, wie viel CO2 und wie viel Energie wird verbraucht durchschnittlich mit der Produktion eines Gerätes. Also wir wissen, dass Apple zum Beispiel, das kann man sehr leicht finden, die haben da sehr viele Umweltbewertungen dokumentiert. Das sind also die 2 Energieanfallstellen, die wir relativ genau bestimmen können. Was dann aber kompliziert wird, ist zu sagen, und wie viel Energie fällt jetzt eigentlich an, indem mein Datenpaket von A nach B transportiert wird, und wie viel Energie fällt eigentlich in Rechenzentrum X an, wo mein Datenpaket gespeichert ist. Denn A, ich weiß im seltensten Falle, in welchem Rechenzentrum das gespeichert wird. Ist es irgendwie ein Rechenzentrum relativ nah an dem Ort, wo ich wohne, was relativ wahrscheinlich ist, oder aber ist es ein Rechenzentrum, wo mein Datenpaket 3-mal um die Erde geschickt wird. Je nachdem ist die Strecke dann länger, die mein eigenes Videopaket quasi um die Welt wandern muss. Und dann ist auch wiederum die Frage, wenn ich jetzt insgesamt weiß, Beispiel Rechenzentren, so und so viel Strom verbraucht das Rechenzentrum im Jahr, dann die Rechnung aufzumachen und wie viel Prozent dieses Stromverbrauches muss ich jetzt eigentlich auf mein kleines Videopaket umrechnen, damit ich dann wirklich sagen kann, und das ist jetzt der Stromverbrauch, da gibt es momentan nur Modelle, die weichen total stark voneinander ab, weil sie von sehr vielen Annahmen, mit sehr vielen Annahmen rechnen. Und es ist relativ kompliziert, das zu berechnen. Was man allerdings sagen kann. Da setzt du aber auch eine sehr mündige Konsumentin voraus, die mit dem gebotenen Eifer und Drive all diese Quellen befragt, die du jetzt benannt hast. Also einen kürzeren Weg gibt es nicht. Es gibt doch immer so diese, was weiß ich, eine Anfrage bei der Suchmaschine, eine Plastiktüte oder irgendwie so ein bildhaftes Dings, mit dem ich es mir umrechne. Genau, solche Zahlen gibt es. Da wollte ich jetzt gerade dazu kommen. Da hat man so grobe Zahlen ausformuliert, die basieren aber eigentlich alle nur auf Annahmen. Was für mich sehr interessant war, wir haben jetzt neulich eine Studie gemacht und versucht zu erfassen, wie ist eigentlich das Streaming-Verhalten von Menschen. Wir haben da über 100 Leute befragt, über eine ganze Woche gefragt, wann schaust du, welche Quellen schaust du, mit welchem Gerät schaust du das an, hast du die Auflösung deiner Videodaten, der Online-Übertragung verändert. Und was bei den Berechnungen herauskommt, ist, dass dominant für den Stromverbrauch, wenn man jetzt all diese Faktoren zusammenrechnet, ist die Produktion des Gerätes und ist auch der Stromverbrauch des eigenen Gerätes. Das heißt, es sind 2 Sachen, die ich selber in der Hand habe. Schaue ich mein Video auf einem Smart-TV, der, surprise, sehr viel Strom verbraucht, wenn er an ist, schaue ich mein Video auf dem Laptop oder schaue ich das auf dem Smartphone, das hat einen enormen Einfluss darauf. Und letzten Endes, ich will das jetzt nicht lapidar sagen, die relativen Anteile des Stromverbrauches durch die Übertragung der Datenpakete durchs Internet, die sind dann vergleichsweise gering, nicht weil sie gering sind, sondern weil die Verbräuche durch die Produktion und den Betrieb der Endgeräte zu Hause viel, viel höher sind. Das heißt, wenn man sich entscheiden muss, schaue ich auf dem Smart-TV meinen Stream oder auf dem Tablet, würde ich dazu raten, eher auf dem Tablet zu schauen, denn das ist definitiv energiegünstiger in Anführungsstrichen. Und vielleicht würde ich auch generell sagen, überlegt euch sehr viele Endgeräte zu kaufen, weil da kann man tatsächlich sehr einfach Dinge oder Umweltwirkungen reduzieren. Melissa, und ich liefere sehr gerne die Links nach, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, die habe ich jetzt verliefert. Ja, und das braucht dann wieder eine Heidenenergie, wenn wir denen allen folgen. Melissa, du wolltest, glaube ich, noch reagieren auf diese Zuschauerfrage, wie rechne ich mir das um, wie stelle ich mir das vor? Hast du die kurze Postform? Also ich wollte da noch dazu fügen, dass Microsoft jetzt so ein Cockpit entwickelt hat, wo die Leute, die Microsoft Services, digitale Services nutzen, dann sehen können, wie viel Energie und wie viel CO2 hat das jetzt verbraucht.
auf einen Blick. Also das wäre der einfache Weg, wo man sich nicht mit den ganzen verschiedenen Faktoren im Detail auseinandersetzen muss. Ich kann mir gut vorstellen, dass sowas in der Zukunft auch wichtiger wird, dass mehr Unternehmen sowas anbieten werden. Weil es ist gerade ein großer Trend. Die Unternehmen sehen da viel Mehrwert. Salesforce zum Beispiel hat jetzt auch so ein, in ihrer Cloud ein CO2-Tracking entwickelt, womit man von jedem einzelnen Mitarbeiter den CO2-Fußabdruck ermitteln kann. Finde ich ganz Wobei spannend. Die Cloud also, wahrscheinlich schon für einen ganz tüchtigen CO2-Abdruck sorgt, oder? Nein, Cloud, es gibt Stimmen, die sagen, dass Cloud super effizient ist, weil die natürlich in großen Rechenzentren super viel optimieren können. Google hat auch in ihren Rechenzentren sehr viele Effizienzmaßnahmen eingeführt. Also darüber lässt sich streiten. genau, aber prinzipiell sind Cloud-Angebote eher effizient durch diese großen Rechenzentren. Was ich auch nochmal unterstützen wollte, Johanna, du hast gesagt, dass die Endgeräte einen großen Teil ausmachen. Also in dem Verhältnis Rechenzentren, Telekommunikationsnetze und Endgeräte haben die Endgeräte einen sehr viel größeren Batzen als die anderen beiden. Also die anderen beiden an den globalen Emissionen haben so zwischen 200 und 250 Megatonnen und die Endgeräte 900 bis 1100, also mehrfach höher. Das heißt, das ist, und bei den Endgeräten ist wirklich ungefähr 50% der Emissionen auf die Herstellung zurückzuführen. Das heißt, wir als erstes sollten wir uns die Endgeräte anschauen, wenn wir Emissionen reduzieren wollen. Ich weiß, Johanna, du würdest gerne noch reagieren, aber uns läuft die Zeit davon und ich habe tatsächlich eine letzte Frage, die ich euch allen dreien gerne noch schenken würde, geben würde. Das geht in die Richtung der Zuschauerfrage, also so hands-on, jetzt nochmal, lasst nochmal ein paar praktische Ratschläge rüberwachsen. Also wenn ihr jetzt einen guten Vorschlag unterbreiten könntet, einerseits an Politik, Schrägstrich Unternehmen und mir, den Zuschauerinnen und Zuschauern als Nutzerinnen und Nutzern im täglichen Leben bei allem, was wir so machen, was wäre euer Tipp, was sollten wir tun oder was sollten wir vielleicht auch lassen? Wir können gerne eine Reihe rummachen. Beginnen wir in Leipzig bei Anja. Puh, jetzt ganz schön ins kalte Wasser geworfen. Was ich vielleicht anschließend an das, was jetzt schon gesagt wurde, klar, es ist total wichtig, auf den eigenen Verbrauch zu gucken und trotzdem finde ich es auch noch wichtiger zu betonen, dass ich die Verantwortung nicht alleine bei den EndverbraucherInnen sehe. Ich glaube, dass in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem immer Anreize bestehen, den Konsum zu erhöhen und auch den Konsum von Endgeräten, eben weil das auf Wachstum ausgerichtet ist. Es gibt viele Initiativen, vielleicht ist das das, was ich mitgeben möchte, die sich auch für andere Sachen einsetzen, also nutzt Open Source Software. Es gibt schon viele gute Software, die Open Source ist und sozusagen nicht proprietär, also nicht unter einzelnen Unternehmen gehört. Da gibt es verschiedene Seiten. Es gibt die Seite von CryptoParty, die wie Verschlüsselung, die zum Beispiel auch sowas auflisten, so Dienste, da kann man sich informieren. Die Sachen kann man sich teilweise selber installieren und funktionieren ganz einfach. Firefox ist ja ein gutes Open-Source-Beispiel oder Thunderbird für die E-Mails. Also macht das, redet mit anderen drüber. Ja, es gibt auch viele Initiativen, die darüber hinausgehen. Also es gibt auch den runden Tisch für Recht auf Reparatur zum Beispiel, die sich für ein Recht auf Reparatur einsetzen auf politischer Ebene. Genau, und schaut doch mal, was sozusagen da so geht und was ihr für euren Alltag mitnehmen könnt. Und an die Politik würde ich mitgeben, oder ja, dass ich glaube, dass es schon mehr Mut braucht, zu regulieren, weil es eben so ein ganz neues Feld ist. Und das ist nicht, weil ich generell sehr technikskeptisch bin, sondern weil ich glaube, dass es, wenn es wirtschaftliche Aktivitäten gibt, da auch Regulierung gibt, weil es sonst, was ich anfangs gesagt hätte, einfach bestehende ökologische Probleme verschärft und auch soziale Ungerechtigkeiten. Mhm. Vielen Dank, Anja. Melissa, was wären deine Tipps? Einerseits in Richtung Unternehmen, Politik, andererseits an uns.
Also das einfachste, absolute Low-Hanging-Fruit ist Ökostrom und erneuerbare Energien. Also jedes Unternehmen kann theoretisch schon morgen auf Ökostrom umsteigen. Sie müssen nur ihren Vertrag wechseln. Ganz wichtiger Appell an die Politik, damit alle auf Ökostrom umsteigen können, brauchen wir den Ausbau der erneuerbaren Energien. Das ist etwas, was wir ganz direkt hier in Deutschland beeinflussen können. Das haben wir in der Hand. Das müssen wir machen. Ein weiterer Tipp oder ein Appell an alle, die jetzt vielleicht auch zuhören und hier mit dabei sind. Wir brauchen mehr mutige Gründer und Gründerinnen, die smarte Ideen vorantreiben, die nachhaltige Ideen haben, Nachhaltigkeit mit Digitalisierung verbinden. Also wenn ihr eine Idee habt, dann bitte, bitte seid mutig und gründet. Vielen Dank. Dann bleibt noch Johanna, bitte. Ja, also an die Politik, im Grunde genommen das, was Anja gesagt hat, Mut zur Regulierung. Der erste Schritt dafür, der ist schon getan, nämlich es gibt eine Verbindung zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit, die ist da. Digitalisierung hat eine materielle Basis, hat auch einen Klimaeinfluss und viele andere Umwelteinflüsse. Hier muss dringend reguliert werden, denn die Verantwortung kann nicht alleine bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern liegen. Und hey, Verbraucherinnen und Verbraucher, nutzt Open-Source-Produkte, informiert euch, wenn ihr die Möglichkeit habt und redet mit anderen. Und wählt das nächste Mal vielleicht das Jitsi-Meeting und nicht Google Hangouts. Denn auch Datenschutz ist Umweltschutz, nicht nur, weil weniger Daten fließen, wenn ich ein datensicheres Software-Tool nehme, sondern auch, weil beide Themen unmittelbar miteinander zusammenhängen. Open Source Hardware, Open Source Software hängt stark mit Nachhaltigkeit zusammen. Das heißt, die beiden Themen immer mitdenken. Und es gibt sehr viele Möglichkeiten. Gerade momentan wird ganz viel diskutiert, welche Meeting-Tools man verwenden kann, und da würde ich sehr gerne mehr Open-Source-Produkte sehen, die auch gegründet werden können. Vielen herzlichen Dank. Das hat viel Spaß gemacht mit euch. Für mich war das eine absolute Premiere. Vielen Dank für eure Zeit und eure Expertise hier im Gespräch. Ein praktischer Hinweis von mir vielleicht noch zum Schluss. Weltweit sind genau jetzt Milliarden vernetzter Geräte im Standby-Modus. Die bei euch so rumstehen, könntet ihr jetzt ausschalten. Also habt herzlichen Dank, das hat ganz viel Spaß gemacht, und herzlichen Dank auch allen im Stream fürs Reinfragen, fürs Nachvollziehen und Mitdenken. Wenn es irgendwas gibt, wo ihr denkt, naja, das hätte aber die Moderatorin heute mal besser machen können, irgendwelche Schnitzer oder so, lasst uns das gerne wissen über die üblichen Kanäle, vielleicht auch, falls ihr Fragen oder Anregungen generell habt für das Format. Das nächste Mal sehen und hören wir uns hoffentlich dann am letzten Mittwoch im April. Das ist der 29.04. Wir wissen selbst noch nicht so richtig, wie dieser Salon dann ablaufen wird, aber irgendwie wird er ablaufen. Also vielen Dank für heute. Bleibt gesund und bis bald. Tschüss.